Hallo Leute, weiter geht's bei Let's Play Swings und die verfluchte Mumie. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir waren oder wo es jetzt hier lang geht. Oder warte, lass mich überlegen. Wo ist denn das hier überhaupt? Das ist, Achso, stimmt. Der Raum unseres bekloppten Bruders. Und da wollten wir jetzt rausgehen und wollten dann der Tante ihre Amulette geben und dann hoffen, dass wir auch in dem Spiel weiterkommen, weil wir bisher der Mumie noch nicht begegnet sind und ja, so einiges in dem Spiel noch nicht gemacht haben. Weil es, ja, weil sich die Chance noch nicht geboten hat oder wir dort noch nicht hingekommen sind, ganz salopp gesagt. Jetzt wollen wir aber mal gucken, was war hier eigentlich? War hier noch irgendwas? Achso, hier müssen wir runter, ne? Ja, hier kommen wir wieder in den Thronsaal zurück. Very good. Zack. Und jetzt gehen wir zu unserer Tante. Hier nochmal ein paar Vasen umwerfen. Tschüss. Ja. Der Arme. Er gibt sich ja Mühe, das muss man ja ihm ja lassen, ne? Also das macht er ja nun wirklich. Mühe geben tut er sich. Wie heißt die nochmal? Anubis hier, ne? Diese komischen Viecher da. Diese Gottesgestalten. Anubis war, glaube ich, ein böser Gott. Kein guter Gott. So, wo ist our Aunt? Hier. Hör mal, guck mal, wir haben dir alles mitgebracht, ne? Guten Morgen, Prinz. Dein Bruder scheint sehr damit beschäftigt zu sein, den Palast für die Feier umzudekorieren. Nix da, ich wollte mit der sprechen. Oh, wunderbar, du hast alle alten Amulette gefunden. Das ist so lieb von dir. Wenn es dir nichts ausmacht, meine Liebe, kannst du mir noch einen Gefallen tun? Kannst du sie in die Schatzkammer bringen? Ich bin zu erschöpft, um das selbst zu machen. Hier ist der Schlüssel zur Schatzkammer. Du weißt ja, wo die Tür ist. Treppe runter, erster Raum. Ah, okay, wir mussten das mit den Amuletten also machen. Ihr wisst Bescheid, falls ihr das Spiel auch habt oder nie durchgespielt habt, geschafft habt. Ne, Moment, hier war doch richtig. Oder vielleicht euch kaufen wollt, weil ihr denkt, boah, das ist Hammer. Erst alle Amulette sammeln, der Alten das bringen und dann geht's hier mit Schatzkammer-Action weiter, die jetzt hier vorne sein wird. Hier. Jetzt bin ich gespannt, was da drin ist. Und Schlüssel benutzen und rein da, komm schon. Jetzt geht der Spaß erst richtig los, hoffe ich doch. Rein da. Irgendwas habe ich im Hals hängen. Oh, furchtbar. Entschuldigung. Okay, Schatzkammer. Hier wieder ein paar Vasen. Was? Schon geplündert? Was ist hier passiert? Prinz, etwas Schreckliches ist geschehen. Die Tür der Schatzkammer wurde aufgebrochen und alles ist leer. Das Einzige, was wir in der Kammer gefunden haben, ist ihr seltsamer Sarkophag. G, bitte fass ihn nicht an. Er hängt offensichtlich mit dem Raum zusammen. Ja. Ich wollte deinen Bruder Akhenaten informieren, aber er ist nirgendwo zu finden. Ja, das ist schade. Ich gehe trotzdem rein und werde den auch betreten, weil ich ja den Schlüssel dafür habe. Tschüss! Oh mein Gott! Die Zeugen Jehovas, ich möchte, dass ihr alle bereit seid, die Teleport-Sarkophage zu benutzen, wenn die Feier beginnt. Wir müssen den Palast sehr schnell überfallen. Oh mein Gott, Leute! Gottes Anbeter! Die Zeugen Jehovas. Heute Abend wird der Thron endlich mein sein. Scientology Reloaded. Ah, mein lieber Bruder, welch angenehme Überraschung. Und ich habe eine so wunderbare Feier für dich vorbereitet. Aber ganz offensichtlich bist du zu ungeduldig zu warten und willst dein Geschenk schon jetzt. Wachen, nehmt ihn fest. Ey, hör mal, Bruder, was machst du da? Wir sind doch dein kleiner, dämlicher Bruder. Hör doch auf, uns hier festzunehmen. Ja, da hat der Bruder uns in seinen Klauen, Leute. Und jetzt beginnt es nämlich. Jetzt werden wir gleich der Mumie begegnen. Wir werden schrecken. Tausend Tode werden wir sterben, wenn wir ihr begegnen. Wir werden Angst haben. Wir werden... Ach, ich weiß gar nicht, was wir alles haben werden. Aber wir werden es haben. Ah nein, es geht gar nicht mit der Mumie weiter. WTF, es geht mit uns weiter. Und zwar Swings. Scheiße, jetzt wollte ich euch die Mumie zeigen. Naja gut, egal. Und hier haben wir doch gleich auch einen Speicherblock, den ich schon so lange haben wollte. Damit ich auch endlich mal aufhören kann zu zocken hier. Ich zock schon voll lange, weil man ja nicht speichern kann. So, ja. Aber es macht Spaß, das Spiel ist echt geil. Also ich merke beim Zocken gar nicht, wie die Zeit vergeht, Leute. Das ist richtig geil, das Spiel. Ich liebe das. Vor allem, ich habe das einmal gespielt und dann nie wieder. Und dann, wenn man das noch nicht so oft gespielt hat, dann macht das beim zweiten Mal eh mehr Spaß. Ja, genau, bestimmt, ne?
doch mal voll gelitten. So, yeah, machen wir kaputt. Gold Scarabeus. Gold Scarabeus. Scarabeus. Skelett, also hier scheinen schon einige verreckt zu sein. Wo geht's denn lang? Das würde mich doch jetzt mal interessieren. Oh mein Gott, was für ein Göttergesang. Was kommt jetzt? Ah, da, es geht weiter mit ihm, Gott sei Dank. Oh nein, wir sind festgebunden. Oh mein Gott, Leute, wir haben Angst. Boah, was für ein Ritual. Das sieht aber schon übel aus jetzt hier. Oh nein, da ist die Princess. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Was passiert? Oh mein Gott, ein riesiger Energiestrahl trifft auf uns. Werden wir sterben? Da sehen wir die Urnen. Unsere Lebensenergie scheint in die Urnen überzugehen. Und wir sehen unser Skelett. Oh mein Gott. Und hier sind nun, kommen wir wieder ins Spiel. Also sehr gut gemacht, immer mit diesem Hin- und Herschalten. Wir sind gespannt, was da jetzt passiert. Wollen natürlich schnell eingreifen. Wenn wir überhaupt eingreifen können. Oh, was ist das denn? Da kann man bestimmt... Das ist eine Vertiefung für irgendeinen Gegenstand. Ah, stimmt. Na, WTF. Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Nein, WTF. Hier können wir also noch nicht weitermachen. Wir müssen erst diese Dinger finden. Scheint zumindest so, als wenn wir diese Dinger finden müssten. Was haben wir hier? Aha. Sehr interessant alles, Leute. Sehr interessant. Ah, hier ist eine Leiter, die uns nach Orbin befördert. Gehen wir doch einmal hoch und gucken, wie was dort ist. Nämlich nix. Toll. Nee, da drüben ist was. So ein hebelartiges Dingen. Hier ist soweit... Ah! Ein Seil, welches pendelt. Ein mathematisches Pendel. Es hört niemals auf zu pendeln. So. Und zack. Ein mathematisches Pendel ist ein Pendel, was ohne Luftwiderstand betrachtet wird. Das heißt, ihr wisst, was ich meine. Hier. Ja, was hat uns das denn jetzt eigentlich hier gebracht? Hat uns doch nicht viel gebracht, oder? Um genau zu sein, hat uns das doch gar nichts gebracht. Naja, nun gut. Ein mathematisches Pendel ist ein Pendel, was also ohne Luft, wo der Luftwiderstand vernachlässigt wird. Was also auf ewig schwingt. Und das haben wir ja hier. Mehr oder weniger. Verstehe ich jetzt nicht ganz, wenn ich ehrlich bin. Muss doch irgendwie bestimmt da hochkommen. Ich kenne das Spiel da mittlerweile. Tja, das ist jetzt lustig. Ja, das ist sehr lustig. Und jetzt? Jetzt sollen wir wieder darüber. Scheint so, wenn das ein... Boah, WTF, das glaube ich jetzt nicht. Jetzt sind wir da runtergefallen. Jetzt kommen wir nicht mehr hoch, oder was? Was? Ah doch, wir kommen hoch. Klar kommen wir hoch. Wir kommen ja über die Treppe hoch und notfalls auch übers Seil. Also, dann auf die andere Seite wieder. Alles klar, aber... Moment mal. Ah, nicht im Ernst, oder? Aha. Jetzt verstehe ich. Alles klar, ich verstehe. Okay. Okay, wir müssen das Dingen hochbringen, damit wir uns dann hinterher draufstellen können und da oben entlang gehen können. Und auf jeder Seite finden wir wahrscheinlich dann eins dieser Artefakte, die wir unten einsetzen müssen. Ah, hör doch auf, spring doch nicht daneben. Mein Gott. Ein Spiel, wo man eigentlich gar nicht so viele Fails machen kann und ich faile schon wieder. Was hat denn wahr? Oh Gott. Kommt noch nicht mal so eine behinderte Leiter hoch. So, jetzt hörst du mir mal zu. Jetzt gehst hier hin. Kommst her. Ja, sehr schön. Wey. Und jetzt betätigst du den Shoulder. Zack. Richtig. Und jetzt ist das Ding hier nämlich oben. Wir lassen uns runterfallen. Boah, aus was für einer Höhe der einfach runterfallen kann und dann so ganz sachte wie so eine Katze auf dem Boden wieder ankommt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also der hat schon einige Fähigkeiten hier. Er ist schon ein guter Mann. So, jetzt kommen wir nämlich hier hoch. Sauber. Komm schon. Und zack. Oh mein Gott. Aha.
Und zack, da haben wir den ersten Schlüssel, den wir doch brauchen. Komm runter. Jetzt nehmen wir das Vieh hier wieder mit. Nö. Wow. Ich habe schon gedacht, das fällt uns auf den Kopf und dann haben wir Gehirnerschütterung und sind direkt Instant Death. So, wann sagt die Watch schon wieder 10 Minuten verbraucht? Ich glaube es nicht. Und man kommt ja wirklich gar nicht so viel voran in diesem Spiel, wenn man ehrlich ist. Also, klar, wir kommen voran, aber so viel jetzt auch nicht. Also, gemäßigt eher. In Majora's Mask sind wir teilweise mehr vorangekommen. Fragt mich nicht, wieso ich jetzt Majora's Mask als Beispiel nehme. Super Mario Galaxy sind wir, glaube ich, auch schneller vorangekommen. Obwohl, naja, will ich gar nicht mal sagen. Will ich gar nicht mal sagen. Weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist, was wir hier an Tempo, an Zeit machen. Also, dass wir den Amuletten hätte man schneller regeln können, wenn man denn gewusst hätte, dass es so geht. Wie gesagt, ich kenne das Spiel ja eigentlich gar nicht mehr. Es ist wie ein Blind. Ich weiß nur noch, dass es gut war. Ist auch irgendwie bescheuert, ich weiß, aber... Egal, ich bin bescheuert. So, hier, zweiter Schlüssel. Und den wisst ihr, was wir jetzt machen. Jetzt gehen wir erstmal speichern. Ganz wichtig, erstmal speichern jetzt. Weil gleich ist der Part zu Ende und dann mache ich erstmal Mittagspause hier. So, speichern. Komm schon, lass mich speichern, du Sack, du. Möchtest du... Jo, wirklich überschreiben. Natürlich möchte ich das überschreiben. Sonst würde ich doch wohl kaum davor stehen und fragen, ob ich das überschreiben kann. So, Powerschalter, ja, das kennen wir ja. Das ist eine alte Gedöns. So, und jetzt hier rein. Jetzt werden wir die beiden Artefakte, die wir eben gefunden haben, dort einsetzen. Und dann wird, denke ich mal, das Seil schwingen. Auch wieder wie ein mathematisches Pendel. Mit Energieerhaltung. Und. Streng genommen im Vakuum gibt es dieses mathematische Pendel bei uns auf der Erde natürlich nicht, weil wir immer einen Energieverlust durch Reibung mit der Luft haben. Aber im Vakuum gibt es dieses Pendel. Es ist ein... Wie soll man sagen? Ach nee, guck mal, so eine Seilbahn. Es ist sozusagen ein... das bestmöglichste Pendel, was man haben kann. Dieses mathematische Pendel. So, geht das jetzt wieder zurück? Ja, es geht wieder zurück. Okay. Und jetzt wollen wir... guten Gewissens dort draufspringen. Jump. Very good. Aha. Goldskarabäus. Ich weiß gar nicht, wofür man die braucht, aber ich glaube, das ist Währung. Man kann sich hinterher bestimmt noch irgendwas kaufen. Aha, jetzt haben wir hier so... erstmal die Skarabäen hier mitnehmen. Ah, es ist so ein Musikspielchen. Ja, habe ich doch begriffen. Ach so, weil ich da in der Mitte drauf gegangen bin. Das. Ja, und jetzt? Emma. Ja, und jetzt? Was ist denn da? Was bringt uns das jetzt? Was bringt uns das jetzt, auf gut Deutsch gesagt? Verstehe ich gerade nicht so ganz. Leute. Was bringt uns das? Hier, die Osiris-Klinge sieht doch geil aus, oder? Muss man ganz klar mal sagen. Das bringt uns ja gar nichts. Können wir das schlagen? Ah, wir können das schlagen. Ah, alles klar. Und weiter geht's. Und jetzt kommt wahrscheinlich wieder eine Mumien-Sequenz. Nee, kommt nicht. Kommt nicht. Gibt's hier noch was zum Speichern? Gibt es nicht. Ah, das ist wieder sowas. Alles klar, Leute. Aha. Hey, triff den doch. Treff mal nicht. Ah, aha. Ah, okay, unser Freund. Mal wieder. Okay, Leute, hier werden wir aber einen Cut machen jetzt, weil wenn wir das jetzt machen, kommt wahrscheinlich die nächste Sequenz und die wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen in einem Part und nicht mittendrin cutten. Deswegen, hier machen wir jetzt den Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal, euer TT Gamer. Ciao.